Ich habe ja zufälligerweise, als wir das Problem mit der Achse hatten, in Tiflis auf der Straße einen Bus gesehen, den ich total toll finde. Und zwar ist es ein 310 mit Allrad, stand da am Straßenrand. Und ich habe meine georgischen Freundinnen gefragt, sag mal, übelst seltenes Ding, den war ich ja gerade unterwegs, und ob man den kaufen könnte. Und die haben tatsächlich gefragt und haben gesagt, dann, ja, der ist zu verkaufen. Und jetzt gehe ich mir den mal angucken, ob man den sich wirklich holen kann. Der ist nämlich ziemlich billig. Er will es gerade dafür $4,000 haben. Gerade mit ihm. Mal gucken, was er rausholen kann. So, das Auto da ist gekauft. Wir gucken es jetzt mal auch genauer an. Da ist nämlich auf jeden Fall einiges zu tun dran. Aber geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. Bei 3000 Euro fürs Auto sollte das okay sein. Ist ein 310, das heißt, er hat über 100 PS am Ende. Und ist gar nicht so krass klein. Hat 4x4 und gerade der 4x4 Antrieb ist bei dem Fahrzeug schon so einiges wert. Allein das ist eigentlich eine gute Investition. Selbst wenn man den ganzen anderen Scheiß oben drauf wegschmeißen würde, wären die Achsen und das Verteilergetriebe mit der Kardan etc. tatsächlich deutlich mehr wert. In Deutschland allerdings. So, schauen wir uns die ganze Sache mal an. Komm. Also noch nicht so richtig geölt. So sieht es hier drin aus. Schön ist auf jeden Fall anders. Und ich muss jetzt hier vorne durch, um hier die Tür aufzumachen. Die Schlösser gehen noch nicht. Um dann hier drüben aufzumachen. So geht es auf jeden Fall. Eigentlich funktioniert hier drin alles, bis auf die km/h-Angabe und vor allen Dingen auch der Kilometerstand. Jetzt weiß ich dadurch natürlich gar nicht genau, wie der Kilometerstand ist. Hier steht 434.200. Der ist dann mal stehen geblieben. Da müssen wir mal gucken, dass wir das Ding wieder gangbar machen am Ende. Aber der Rest funktioniert. Lüftung funktioniert, Servolenkung funktioniert, was auch mega geil ist. Licht funktioniert, Blinker funktionieren. Die Hupe funktioniert nicht. Wir haben jetzt beim Testen des Fahrzeuges auch das 4x4 probiert. Funktioniert auch alles. Aber ehrlich gesagt bin ich mit diesen Hebeln da ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht genau, was ist. Müsste eigentlich sogar auf Deutsch draufstehen, weil das Auto hat hinten einen Sticker drauf. Da steht Schweiz. Also der war wahrscheinlich mal in der Schweiz zugelassen. Ich filme mal ganz kurz drauf. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ist. Da steht unten einmal S. S-A, S-A, N und G-A. Und der Typ, der hat da mega drin rumgerührt, also irgendwie mega kompliziert um die Ecke. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie das geht, will ich auch gar nicht ausprobieren. Es hat funktioniert, da rühre ich jetzt erstmal nichts an der Sache. Auf jeden Fall hat er Zug, aber ich glaube, der Motor, also er läuft nicht ganz rund. Wir können es gleich nochmal testen, aber ich würde jetzt als allererstes mal vorne kurz in den Motorraum gehen und da mal mit euch gucken. Das ist auf jeden Fall mal so richtig eng hier. Ein klassischer Schwachpunkt, den es an dem Auto gibt, ist das hier. Da hat jemand so krass reingebrutzelt, da würde einem fast schlecht. Aber hält zumindest auf jeden Fall erstmal. Da muss auf jeden Fall mal was gemacht werden. So bleiben kann es auf jeden Fall nicht. Aber ist ein klassischer Punkt, der kaputt geht, soweit ich das gehört habe. Dann haben wir hier unseren Kühler. Der leckt hier unten auf jeden Fall. Das muss ich auf jeden Fall austauschen. Also verliert ordentlich Wasser. Auch mega geile Konstruktion hier. Überdruckschlauch hier in die Flasche kann man dann wieder reinschieben, das Wasser, wenn man will. Man muss dazu auch sagen, hier drin sieht es doch relativ rostig aus. Ist jetzt frisches Wasser drin.
Aber sollte man auf jeden Fall mal reinigen. So. Never change your running system. Dann haben wir hier einen richtig massiven Luftfilter, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Habe ich auch gar keinen Bock gerade reinzugucken, weil ich eh keinen da habe. Das lassen wir jetzt erstmal so. Kann gerne noch mal jemand sagen, ob das Ding Standard ist. Also Standard für alle T1 oder direkt 4x4. Weil soweit ich weiß, kann man dann hier irgendwo ja auch den, hier wahrscheinlich, den Schlauch für den Schnorchel anschließen. Ja, aber hier sieht es noch in Ordnung aus. Nichts durchgerostet. Hier wurde schon gemacht. Muss man nochmal machen. Hier unten sieht es auch in Ordnung aus. Gehört aber auf jeden Fall Fett rein, ordentlich. Scheinwerfer, Blinker funktioniert auch alles. Die Frage ist natürlich, warum tut sich Paul das eigentlich überhaupt an? Ich wollte schon länger ein T1 mit Allrad haben. Das ist ja der 310 mit der stärksten Maschine. Diesel, soweit es aussieht, also ist auf jeden Fall ein Dieselmotor drin. Hat natürlich schon einiges an Geschichte, aber gerade das ist ja auch die Challenge, aus so einem alten Fahrzeug wieder was Neues zu machen, nicht unbedingt nur wegzuschmeißen, sondern daraus sich wieder ein richtig cooles Fahrzeug zu bauen, was viele Leute toll finden und was vor allen Dingen ich selbst auch toll finde. Und vor allen Dingen, der Preis ist so heiß für ein Allradfahrzeug hier, dass ich definitiv einfach gar nicht Nein sagen konnte. Die sind einfach krass gesucht, die Fahrzeuge, und für $3.500, das sind 3.000 Euro ungefähr, findest du eigentlich keins dieser Fahrzeuge. Der Typ, wo ich das jetzt gekauft habe, der hat das auch gar nicht verstanden, dass ich den als Allrad haben möchte. Der wollte die Kardanwelle nämlich behalten und wegschmeißen, weil er sagt, fährt sich ja viel besser nur mit dem Hinterradantrieb. Aber er hat es nicht so richtig kapiert, dass ich eigentlich genau den Allrad dabei haben wollte. Wichtig dabei ist natürlich, dass das jetzt alles noch funktioniert, und es braucht natürlich einiges an Liebe, um das Ganze wieder vernünftig gangbar und fahrbar zu machen. Da müssen wir mal schauen, was in dem Zusammenhang Sinn macht. Ich weiß jetzt noch gar nicht so, wie wir mit dem Auto weitermachen, weil wir ursprünglich jetzt auch vorhatten, direkt weiter nach Griechenland zu fahren. Das bedeutet, wir werden jetzt gar nicht direkt dieses Auto hier ausbauen, sondern höchstwahrscheinlich den erstmal eine Weile hier stehen lassen. Ich kümmere mich hier in Deutschland um ein anderes Projekt, was noch total spannend ist, und zwischenzeitlich werde ich wahrscheinlich hier mal herfliegen und mich hier auch darum kümmern, denn wir haben hier in Georgien ein paar Möglichkeiten. Denn das Auto sieht von außen doch so aus, als wäre es in einem relativ bemitleidenswerten Zustand. Das wäre für Deutschland auf jeden Fall, wenn man nicht selber schweißen kann, eine ziemlich teure Angelegenheit, eine Angelegenheit, die sich gar nicht lohnen würde in dem Zusammenhang. Dementsprechend würde ich versuchen, gerne die Vorteile hier aus Georgien zu nutzen und das Auto hier schweißen zu lassen. Denn wir haben jetzt bei unserem Auto hier drüben, der wurde ja hier auch durchgeschweißt, eigentlich relativ gute Erfahrungen dazu gemacht. Und die Frage ist, warum machen wir das nicht einfach nochmal so und lassen es hier einmal komplett durchschweißen? Da ist jemand wahrscheinlich auch länger als einen Monat mit beschäftigt mit der Arbeit. Allerdings 300 Euro Monatslohn hier lässt die Sache wieder in einem anderen Licht erscheinen. Und die Möglichkeit besteht, das hier also zu machen. Das muss ich natürlich noch herausfinden, ob das Sinn macht, ob es überhaupt Sinn macht, die Karosserie, so heißt das Ding, zu retten oder irgendwas anderes draufzusetzen. Allerdings habe ich schon festgestellt, als ich jetzt unter dem Auto lag, die ist ja verschweißt und gar nicht geschraubt, so wie bei unserem Auto da drüben. Da ist es natürlich viel einfacher, das zu tauschen. Dementsprechend wird es hier extrem schwierig, was dran zu machen, also die ganze Karosserie zu tauschen. Muss ich nochmal in mich gehen, könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben, ob das möglich ist, dass man halt einfach einen im besseren Zustand kauft, einen 310er oder ein anderes Modell, und den oben drauf setzt, oder ergo einfach nur unten das ganze 4x4-Zeugs abbaut und in einem besseren baut. Allerdings kommen wir dann wieder in einen Preisbereich, in dem ich mich eigentlich gar nicht unbedingt bewegen will mit dem Fahrzeug. Denn erstmal alles an 4x4 zu überholen, wird einiges an Geld kosten. Und dann noch eine neue Karosserie, bin ich auch wieder bei über 10.000 Euro, schätze ich mal so, mit allem drum und dran. Will ich nämlich eigentlich gar nicht haben und machen. Vielleicht macht es Sinn, dieses Fahrzeug hier wieder instand zu setzen. Das muss ich aber nochmal mit ein paar Experten besprechen und vor allen Dingen auch überlegen, ob ich das überhaupt will.
Denn das Auto hat mit seinen 450.000 Kilometern definitiv schon ein bisschen Geschichte. So, kommen wir mal zur Außenkarosse. Da ist auf jeden Fall auch einiges zu machen an dem Fahrzeug. Gehen wir einfach mal drumherum. Was man definitiv sagen kann ist, der Typ hat auf dem Dachträger oben irgendwas extrem Schweres transportiert. Und zwar so schwer, dass erstens die Streben vom Dachträger gerissen sind, aber auch hier ein paar Risse in der Karosserie entstanden sind oben. Wenn man das sieht, hier oben drin, ob man das nochmal vernünftig richtig geschweißt kriegt, kann ich gar nicht genau sagen, muss ich nachfragen. Interessant, wenn ihr das wisst, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Hier am Fensterrahmen, mini kleine Roststelle, kein Problem. Was natürlich mega heftig ist, wie hier rumgebrutzelt wurde. Gibt es ja auch als Reparaturbleche alles, wird hier aber glaube ich in Georgien dann eher nachgearbeitet. Sieht auf jeden Fall mega gut aus, also überhaupt nicht. Dazu muss man auch sagen, wir haben hier bei uns am Bus auch was schweißen lassen und zwar war hier oben drin ein Loch und zwar ein Belüftungsloch. Das wurde, also dafür, dass das Blech nicht da war dafür, richtig krass gut nachgearbeitet. Und da habe ich natürlich die Hoffnung, wenn wir das jetzt hier machen lassen in Georgien, dass die hier die Bleche auch so schön sauber nacharbeiten. Muss ich auch nachfragen, ob die das machen würden. Weiß ich alles noch nicht genau. Dann hier überall so kleine Lackerplatzer. Ist aber gar kein Problem. Hier hat mal jemand noch, wahrscheinlich in Europa, mit, wie heißt es nochmal, Spachtelmasse. Ich sage mal Mastik. Spachtelmasse gearbeitet, Blech bewegt sich auch ordentlich, deswegen ist es hier auch alles aufgerissen. Muss man mal abmachen und mal gucken, was da drunter ist. Wird wahrscheinlich auch schon rostig sein, schätze ich mal. Mal schauen, aber auch behebbar. Hier stelle ich es mir immer noch ein bisschen schwierig vor zwischen der Falz. Dann hat die Karosserie hier an der Seite natürlich ein paar Kampfsprünge gekriegt, das muss man wieder rausziehen. Eigentlich auch kein Hexenwerk für die Leute hier. Das Ding kommt dann auch weg. Braucht ja keiner, ist auch schon tierisch verbogen. Hier sehen wir auch, hier steht Schlieren in Zürich, also höchstwahrscheinlich mal irgendwann in der Schweiz gelaufen. Muss ich auch noch mal gucken, ob man den dann in Deutschland überhaupt zugelassen kriegt, weil wenn er in der Schweiz zugelassen war, ob man den dann auch in Deutschland zulassen kann. Also ich weiß, dass das über die H-Zulassung geht, der ist ja Baujahr 87, also über 30 Jahre alt, das müsste schon funktionieren. Allerdings könnte man ihn auch, wenn er schon in Deutschland registriert war, über die VIN-Nummer auch wieder registrieren. Muss ich auch nochmal herausfinden, wenn das jemand weiß, gerne unten in die Kommentare schreiben, ob das funktioniert. Wäre auf jeden Fall spannend. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten dazu, würde ich aber erst drüber sprechen wollen, wenn es soweit ist, also nächstes Jahr dann erst. Ja, sowas muss man einfach dann rausziehen lassen, genau wie hier. Schon Kampfspuren, aber geht. Hier natürlich einfach alles einmal überarbeiten lassen, wenn wir es machen lassen. Das finde ich auch noch relativ heftig hier. Müsste aber auch machbar sein, hoffe ich. Und hier oben ist natürlich auch das Ding ziemlich durch. Ob man das wieder schweißen kann, schwierig zu sagen. Muss mir der Schweißmeister hier in Georgien sagen. Das Allergeilste ist natürlich die georgische Lösung. Die Wasserflaschen hier um den Träger zu stabilisieren. Scheint auch schon eine ganze Weile zu sein so, und scheint auch zu halten. Also finde ich mega geil. Ja, hier wurde auch mal reingesäbelt, hier wurde schon mal nachgeschweißt. Hier hat jemand auch schon mal geschweißt, der hat einen Ditcher gekriegt, schätze ich mal. Und dann einfach nur richtig Bello mit Farbe drüber. Der muss gemacht werden. Aber sollte man hinkriegen. Hier ist auch mit die schwierigste Stelle dafür, schätze ich mal, zum Schweißen. Man hier vor allen Dingen auch noch mal das Fenster rausnehmen, um das hier sauber zu lackieren am Ende. Aber ich bin gerade, sollte eigentlich auch möglich sein. Es ist halt schwierig zu sagen, wie es da drunter aussieht. Da gehört auf jeden Fall Hohlraumversiegelung rein. Und wenn man jetzt den Rest gesehen hat, dann sind so eine Sachen hier natürlich Kinkerlitzchen gegen. Gibt es ja auch als Reparaturbleche alles. Sieht aber hier hinter noch ganz okay aus. Das muss auch sauber gemacht werden. So einen Sticker dann am Ende natürlich nochmal zu kriegen, wenn hier dran gearbeitet wird, wäre auch mega geil. Habe ich im Netz jetzt auf Anhieb gar nicht gefunden. Ja, und hier natürlich jetzt noch echt viel Kleinscheiß. Aber soweit ich weiß, gibt es auch die ganze Front komplett nochmal neu als Reparaturbleche. Also quasi einmal alles hier vorne. Würde eventuell Sinn machen, das komplett zu ersetzen. Ist allerdings billiger, wenn die Leute das hier aufarbeiten und dann schön grundieren.
und ich das dann am Ende vielleicht einfach selber lackiere. Mal gucken. Also grundieren würde ich auf jeden Fall lassen. Wenn wir die Karosse behalten, müssen wir mal gucken. Ja, die meisten würden natürlich sagen, Karosse total Schrott, schmeiß weg. Aber ich wehre mich ja immer so ein bisschen dagegen, sowas zu sagen. Man kann so krass viele Sachen immer wieder so überholen, dass man damit eigentlich gut fahren kann. Sollte die ganze Rostbearbeitung hier vom Fahrzeug, weiß nicht, 400, 500 Euro kosten und da sitzt dann jemand 1-2 Monate dran, ist es auf jeden Fall ein Investment, was ich eigentlich ganz sinnvoll finde tatsächlich, anstatt den ganzen Aufriss zu machen und das alles umzubauen. Ich muss mir aber echt nochmal überlegen, was da am besten ist. Der ein oder andere wird jetzt natürlich unten in die Kommentare die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, wie kannst du nur? Aber ja, man ist ja einiges gewohnt und ich sehe es auch gar nicht so als krass dramatisch alles an. Ist nur eine Frage, wie viel Zeit und Geld man da am Ende reinsteckt. So, ich bin mal im Innenraum. Leider seid ihr ja momentan nicht hier, aber ich kann euch sagen, hier riecht es mega krass nach Schaf drin. Erinnert mich echt ultra daran, mein erster 407, den ich gekauft hatte, 407D von Mercedes auch. Der war hinten genauso wie der hier. Der sah so richtig scheiße aus und hat tierisch nach Kuhmist gestunken. Der hat nämlich damit seine kleinen Kühe transportiert. Und wenn ich jetzt hier drin sitze und hier das rieche, dann erinnert mich das total an das Auto, weil, ja, hier riecht es auch richtig krass nach Tier drin. Pff, der wird damit aus den Bergen irgendwie seine Schafe transportiert haben. Ich meine, der Boden sieht jetzt nicht krass schlimm aus, hat auf jeden Fall ein paar Ditcher. Weiß nicht, ob ich den komplett neu machen soll, den Boden. Würde vielleicht Sinn machen. Ich habe in den anderen Bussen immer Holzboden drin. Das geht hier, glaube ich, nicht, wenn ich das richtig vermute. Ist aber auch alles tatsächlich hier geschweißt. Ich weiß gar nicht, ob ich den so gut rauskriege. Wenn ich den rausmache und rauskriege, dann ist es auf jeden Fall eine tierische Scheißarbeit. Vielleicht macht es auch Sinn, den einfach nur mega krass sauber zu machen, zu lackieren oder richtig geil zu grundieren. Und es dann einfach so zu lassen. Man muss dann auch noch gucken, das bin ich mir auch noch nicht sicher. Das sind so die klassischen Punkte hier in dem Auto und in den Autos, wo es gerne mal rostet. Wurde schon mal gemacht. Ey, aber ich glaube, das muss nochmal raus und muss nochmal neu gemacht werden. Den Aufzimmer habe ich auch noch gar nicht gemacht. Geht sogar, geil. Ja, auch doof. Ach, keine Ahnung, man es behalten soll, das Ding. Man da nicht mit in Teufels Küche kommt. Wichtig ist ja im Endeffekt auch einfach nur der Allradantrieb. Das ist ja das Wertvolle an dem Auto und darum geht es mir ja am Ende auch. Aber wäre natürlich geil, wenn man das ganze Ding irgendwie retten könnte. Puh, ist ja hart für Arbeit. Was ich glaube ich als allererstes mache, ist, ich kümmere mich um die ganze Allradtechnik oder generell erstmal Instandsetzung der mechanischen Bereiche, wie zum Beispiel Bremsen, Kardan, alle Zimmerringe, ja, Scheibenbremsen vorne alle tauschen, neue Räder drauf, dieses Höherlegungskit, das ist auch ein Witz, das muss auch nochmal neu. Das sind ja alles Sachen, die man auf jeden Fall behalten kann. Jetzt starten wir mal den Motor. Wo ist denn alles? Hier unten, da unten, das sind Schalter zum Vorglühen. Ich glaube nicht, dass der serienmäßig ist, aber testen wir alles mal. So, jetzt machen wir mal. Davor. Also 10 Sekunden oder so. Aus. Kupplung treten. Der Motor ist komplett kalt. Aber man hört auch schon. Der läuft auch nicht ganz rund. Hörst du? Könnte sein, dass er nur auf 3 Pötten läuft. Wird aber besser, wenn er warm ist. Es raucht hinten auch ein bisschen. Ich würde mal sagen, das sind die Injektoren. Die Motoren, die laufen ja echt ziemlich krass lange. Das sollte nicht das Problem sein. Aber es könnte die Zylinderkopfdichtung und die Injektoren sein. Da wurde auch schon dran rumgearbeitet, habe ich gesehen. Das muss mal getauscht und eingestellt werden. So, Motor aus. Hier wurde natürlich auch richtig geil geschweißt. Auf jeden Fall ein Meister gemacht. Und dann halt gar nicht lackiert danach. Der ein oder andere Reifen ist natürlich auch so ein bisschen abgefahren, wie man sieht. Aber da können wir neu raufziehen. Das sind ja ziemlich geile Felgen auch. Ich glaube, das sind die vom alten G.
Also von der G-Klasse von Mercedes, wenn ich mich nicht täusche. Sowieso die ganze Allradtechnik ist ja Mercedes. Und deswegen krauchen wir jetzt mal hier unter das Auto. Nämlich auch ordentlich Platz drunter. Also klar, hier ölt alles, was irgendwie ölen kann. Aber ja, sieht irgendwie alles nicht so dramatisch aus, finde ich. Und hier die Simmerringe ins Verteilergetriebe kaputt. Hier die Simmerringe oben kaputt. Also alle Dichtungen im Endeffekt. Hier sieht es auch nicht besser aus. Der da hinten an der Hinterachse tatsächlich alles trocken. Das freut mich ja schon mal. Der Hauptrahmen hier oben, der sieht eigentlich gut aus, finde ich. Da ist ein bisschen Flugrost dran, aber ansonsten für über 400.000 Kilometer, wahrscheinlich fast 500.000, ist es erstaunlich gut, meiner Meinung nach. Also kann man behalten, den Rahmen. Das ist in Ordnung. Also ich sehe gar keinen Rost und keine großen Durchrostungen. Wurde auch irgendwann mal mit Unterbodenschutz besprüht, wird aber definitiv in der Schweiz oder auf jeden Fall in Europa passiert sein und nicht hier. Ich glaube, das kennen die hier gar nicht. Wichtig ist natürlich hier auch die Allradtechnik, also quasi das Teil. Das hat der Herr, der es besessen hat, das ist nämlich die Frontkardanwelle, die vorne das Rad antreibt, gar nicht drin gehabt, die war jetzt beim Kauf gar nicht drin, hat er dann zum Testen reingemacht, weil, also die hat auf jeden Fall Spiel, zwar nicht nur ein bisschen, allerdings ist es auch echt selten, das Ding, das muss auf jeden Fall bleiben. Der hat sie, glaube ich, auch nicht richtig reingemacht. Also das hier ist richtig gefährlich, die Konstruktion. Und zwar sieht das so aus. Da sollte eigentlich so ein Gummiring drin sein. Hier ist aber keiner drin. Das hat er mit Distanzscheiben einfach hinterlegt. Hat er wahrscheinlich verloren, immer beim Ab- und Ranmachen. Der Auspuff hier, der ist auch eine Eigenkonstruktion. Gibt es hier in Georgien scheinbar nicht oder ist es zu teuer. Kommt auf jeden Fall auch neu. Das Wichtigste jetzt für den Kauf war einfach, dass das 4x4 System, was hier verbaut ist, das ist ja eigentlich vom G ursprünglich, soweit ich das weiß, funktioniert. Das tut es auch, es funktioniert, wenn nicht auch nicht gut, aber es funktioniert. Ich werde jetzt, bevor ich es abstelle, einmal die vordere Kardanwelle wieder ausbauen, weil das klingt gar nicht gut, wenn man damit über 50 fährt. Das muss auf jeden Fall wieder raus, die lege ich hinten rein und gucke, dass die auch hier bleibt und keiner rausnimmt. Das ist nämlich ein wichtiges Teil. Und dann müssen wir halt sukzessive schauen, wie es mit dem Auto weitergeht. So, jetzt würde es mich interessieren, würdet ihr euch so einen Umbau zutrauen und daraus wieder ein schönes Fahrzeug machen, es komplett sein lassen einfach? Oder ja, wie würdet ihr damit umgehen? Das würde mich mega interessieren. Aber bitte nicht so krass bewerten, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Es gibt ja ein paar andere Camper-Modelle, die noch warten, ausgebaut zu werden, auch in einem deutlich besseren Zustand. Der hat jetzt nicht unbedingt die Priorität, wird aber von mir höchstwahrscheinlich in irgendeiner Form auch gemacht. Dementsprechend, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Und zwar geht es dann wieder weiter mit dem 609, der hier drüben steht. Da sind noch ein paar Sachen zu erledigen. Da kümmern wir uns jetzt als erstes drum und dann mal gucken. Ich hoffe, bald gibt es wieder ein Update von dem Auto, aber ich denke mal nicht so schnell. Lasst gerne, wenn ihr so eine verrückten Ideen mögt, einen Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bis nächste Woche. I know I cover up my fault lines with silly putty. Like the laugh's gonna make the bad turn to nothing, but that's rubber, I'm glue. All I say is stick to you, trying to get closer to the truth. Man, I ain't 22 no more, gotta shoot for the moon. If I fall on the floor, I will...